So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Wir sind immer noch hier in dieser wunderbaren magischen Welt. Wir können hier mal ganz kurz die Aussicht genießen. Da sind schon wieder alle Alchemisten unterwegs und bewegen diese lustigen Böden. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal geradeaus, geradewegs da rein. Ich finde mich schon gar nicht mehr zurecht hier. Ja, dich brauche ich nicht mehr, dich habe ich schon. So, hallo. Ja, treffen wäre eine Möglichkeit, die Gegner aus dem Weg zu räumen. So, ruck. Die mit ihren Metallkleidern hier. Oh, ein Leben. Das ist aber nice. Hey, halt die Klappe, geh weg. Geh weg, lass mich in Ruhe. So, jetzt du auch noch. Zack. So, muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen hier, weil die ist ja auch nicht gerade ohne. Muss man offen eingestehen. So, ihr beide seid auch Geschichte. Waren wir da überhaupt schon drinne? Was ist das? Alpine Ridge. Mal ganz kurz schauen. Bestand Magic Crafters. Nein, da waren wir tatsächlich noch nicht drinnen. Dann würde ich sagen, wir nehmen das hier gleich als nächstes Level. Und ja, schauen wir mal, was wir rauskriegen da. Wir haben hier jetzt 0 Juwelen gefunden. Insgesamt haben wir 3672. Eine schöne runde Zahl wäre natürlich besser, aber man kann ja nicht alles haben im Leben, nicht wahr? Leider. Alter, was sind das für Viecher? Ah, okay. Die sind einfach nur groß, aber die halten nichts aus. Das ist sehr, sehr schön. Wow. Alter, das ist brandgefährlich, was ich hier mache. So, bitte nicht nachmachen. Hui. Tschüss. Du bist jetzt auch ganz still. Und du bist auch weg. So. Was sind das? Was sind da hinten? Ah, wieder so ein blauer Zauberer, okay. So. Und du bist jetzt auch Geschichte. Ne, wir warten ganz kurz noch. So. So. Dankeschön für deinen wunderschönen Juwel. Hey, ihr bewegt euch ja. Das ist ja mal unfair. Bis sich bewegende Gegner. Also sowas. Du bist jetzt auch kaputt. Alter, die Steuerung, ne? Aber ist gut. Ich werd schon noch reinkommen in die Steuerung. Was passiert hier? Was ist dort? Nur ein Drache. Okay. Wir haben Zane gerettet. Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Natürlich nicht. Hab ich auch nicht erwartet. Wieso hört sich der an wie Funk, wenn er seine Stimme verstellt? Oh mein Gott. So. Alter, jetzt kommt so ein Balanceakt, oder wie? Hallo? Nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Ruhig Blut, kleiner Drache, ruhig Blut. Okay, da rechts können wir eh nicht rauf. Ja. Wir können uns jetzt, glaube ich, aussuchen. Moment, ich schaue mich mal. Dieses Hoch und Runter. Okay. Ich würde sagen. So. Haben wir dich und dich müssen wir auch grillen, leider, weil Sparks hat Hunger. Hau ruck. Und wir holen uns hier alles, was geht. Wie sieht's denn aus? Nein! Fuck! Scheiße. Okay. So, du bist futsch. Los, 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 los. Ja. Tschüss. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Der Typ dort bewegt sich, okay. Danke.
haben wir das auch erledigt. Ganz kurz räuspern, Alter. Mein Hals, ne? Ich habe heute übrigens schon 4 Stunden Starbound aufgenommen. Und 2 Stunden davon kann ich verwenden. Das ist toll, nicht wahr? Nein, Blödsinn. 4 Stunden, ich glaube 3,5 Stunden habe ich aufgenommen. Und 1,5 davon kann ich verwenden. So ist es. So ist es nämlich. Eldred. Danke, dass du mich befreit hast. Weißt du? Ich glaube, die erste richtig gute Synchronstimme in diesem Spiel und alles, was er sagen darf, ist Danke, dass du mich befreit hast. Alter. Wir könnten auch mal speichern hier zwischendurch. Wollte ich eigentlich beim vorherigen Drachen schon machen, aber... Naja. Ich hab's dann aus irgendeinem Grund verschwitzt. Zack. Ich kann einen Eierdieb hören. So. Hier die Juwelen rausgezogen. Tschüss! Alter, wo ist denn der Eierdieb? Den habe ich von aus dieser Richtung habe ich den gehört. Okay, du bist wieder... Ey! Was ist los mit dir? Schlägt er mich einfach? So. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal da hinunter. Alter! Alter! Okay, also wenn man die zum Zug kommen lässt, dann ist das schlecht für unsere Gesundheit. Nun gut. Wusste ich aber auch nicht, dass sich die einfach so mit dem Bauch auf uns drauf schmeißen. Da haben wir noch ein Juwelchen vergessen. Habe ich ganz genau gesehen. Alter, diese Steuerung, ne? Uäh. So, tschüss! Du bist auch Geschichte. So, und tschüss. Dankeschön. Aber kreative Gegnergestaltung, das muss man ihnen lassen. Ich glaube, hier ist auch schon der Nachhauseweg. Jupp. Natürlich, nachdem man die Hälfte des Levels gesehen hat, kann man nach Hause fliegen. Gute Arbeit, Sender. Spoiler. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Crafter Welt. Danke. Was auch immer das heißen mag. Ich habe bisher keinen einzigen Trick der Magic Crafter Welt gelernt. Was zur Hölle? Können wir darüber? Ich will mir das mal angucken. So. Gucken vorbei. Wir gleiten. Das ist ja wieder der Anfang. Aber warum kommen wir jetzt wieder zum Anfang? Damit wir dort drüber gleiten können. Ach so. Natürlich. Es ist so glasklar. Aber schaffen wir das überhaupt? Das geht doch... Das geht sich doch gar nicht aus, oder? Das geht sich nicht aus. Wir speichern hier. Aber von dort oben könnte es gehen. So. Ganz vorsichtig. Alter. Nie im Leben! Gerade noch, Alter. Oh, okay. Nur mit Feuer zu besiegen, ist auch interessant. Lacht ja wieder so hämisch. Hi. So. Haben wir die auch ausgeschaltet? Und ich würde sagen, wir gehen hier mal am Rand entlang und lassen das einfach mal wirken. Alter. Alter Schwede. Ach du Schande. So, den blauen Kollegen hier noch. Ah! Ja, wo wollte er denn hin?
Hab doch den Weg verbaut. So, und du gehst jetzt auch auf. Dankeschön. Und jetzt? Jetzt war's das, oder wie? Das kann doch nicht sein, dass das jetzt war. Jo, da waren wir drinne. Gut. Dann gleiten wir wieder zurück. Aber ich habe einen Eierdieb gehört. Das ist... Das stelle ich mal als fix fest. Verdammt. Habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Nein, ich denke nicht. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Da unten ist außer leuchtendem giftblauen Wasser gar nichts. Man kann von dort oben, kann man dahin. Okay. Dann gleiten wir doch einfach mal von dort oben dahin. Waren wir da schon drinne? Nein, waren wir nicht. Okay. Gut, dann machen wir das als erstes. Tschüss! Gute Nacht. So, wir sammeln hier einfach mal alles ein. Wir nehmen hier alles mit. Ich bin nur glücklich, dass die ganzen Gegner mit einem Hit zu besiegen sind, weil so ein Gegner mit drei Hits ist dann doch schon eine etwas schwierigere Klasse in diesem Spiel. Gut, dann haben wir das geholt. Da ist noch ein Edelstein. Wir den beinahe liegen gelassen. So. Ah! Noch nicht. Wow. Yo, Alter. Nein! Schöne Sache das. Richtig schöne Sache das. Ich weiß gar nicht. Was hat er denn jetzt alles gespeichert? Gar nichts wahrscheinlich. Ich schau mal. Ah. Dead Steuerung, Mann. Dead Steuerung. Die hier sind weg. Okay. Und die da. Die da sind wieder da. Warum? Naja. Das möchte ich mich gar nicht weiter fragen. Hauptsache, ich bekomme Perlen für die Typen. Damit ich ein erneutes Leben führen kann. Damit ich ein neues Leben beginnen kann. Nach meiner Karriere als lila Drache möchte ich bitte zur Ruhe gehen. Nein, ich möchte... Ja, okay, ich speichere hier. Warum sollte ich hier nicht speichern? So, liebe Freunde. Nein! Wow, Alter. Beschissene ist nur, dass das hier jetzt ziemlich... Nein, verdammt! Ach, bitte. Ja, genau so. Genau so wollte ich das haben. Fuck. Wieso kommt da der Boden hoch? Das verstehe ich auch nicht ganz, aber bitte. Wahrscheinlich ist dies dann zum Schluss zu holen, dass man da aus der Höhle irgendwie rauskommt wieder. Wow, ey. Alter, die Höhle. Alter. Alter. Alter, nein, Alter. Nein, 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 nein. Hier bleib, hier geblieben. Oh. Danke. Jo, ein Ei fliegt durch die Luft, muss ein Drachenei sein. Geht gar nicht anders. So. Was ist das denn hier? Nein! Ah, das führt im Kreis, okay. Das bedeutet aber... Das bedeutet allerdings, dass ich... dort nicht hinhoch... Hinhoch. Eine Mischung aus hinauf und hoch. Hinhoch.